Wirkliches Highlight. Seit Tagen wird nur noch über diese Partie geredet. Gleich geht's los. Bleiben Sie dran. Schön, dass Sie dabei sind, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie herzlich zu diesem Spiel. Mein Name ist Wolf Fuß. Neben mir sitzt Frank Buschmann. Wir werden Sie durch dieses Spiel begleiten. Und heute präsentieren wir Ihnen ein Ligaspiel. Könnte sehr interessant werden, Buschi. Ein interessantes Ligaspiel natürlich, Wolf. Das sind zwei Mannschaften, die sich heute zeigen wollen, die sich zeigen müssen. Die Fans haben eine hohe Erwartungshaltung. Auf ihn sollten wir heute besonders achten. Bei dem beeindruckt mich immer wieder das unglaubliche Tempo, dass er auch mit Ball aufnehmen kann. Das wird schwer, ihn zu halten. Hier nun die Aufstellung der Gastgeber. Werfen einen kurzen Blick drauf. Kurze Einschätzung zu Ihrer Formation von dir. Das ist ein 4-4-2 mit Raute und damit haben Sie natürlich große Möglichkeiten, durchs Zentrum zu kommen, aber eben auch die Flügelspieler einzusetzen. Das ist die heutige Aufstellung der Gäste. Zwei Stürmer vorne, dahinter zwei Viererketten. Klassisches 4-4-2, würde ich sagen. Ganz genau, mal schauen, wie Sie damit heute zurechtkommen. Das Spiel beginnt. Nein. Wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball. James Jago. Christoph Marchinko. Gute Chance für eine Flanke. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Viel mit Auge. Den spielt er steil. Ah, da machen sie nichts aus dieser Chance. Der Trainer ärgert sich, der Trainer ist sauer. Da muss mehr kommen. Zuletzt gab es einen Heimsieg und klar, das soll heute ähnlich aussehen. Und mit diesem Ergebnis haben sie sich auch die Tabellenführung geholt. Jetzt müssen sie weiter konzentriert bleiben. Aus dieser Entfernung traut er sich was. Schöner Versuch. Leider zu ungenau. Ein schöner Distanzschuss, aber vielleicht wäre der Pass zum Mitspieler sinnvoller gewesen. Jetzt der Ballverlust. Das könnte die Gelegenheit geben. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Sie haben den Ball. Erstmal durchatmen, aber die Parade eben, die war sensationell. Ich glaube und ich gehöre auch dazu, viele haben den Ball schon drin gesehen. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Sie holen sich den Ball. Jetzt könnte es gefährlich werden. Könnte die Führung werden. Und er behält ihn auf dem Tor. Wichtige Aktion. Jetzt liegen sie hier vorne. Jetzt haben sie das Spiel erstmal im Griff.
den Ball macht er natürlich. Ja, das war nicht wirklich schwierig aus der Distanz. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Er freut sich über das Führungstor. Sie setzen sein taktisches Konzept im Moment richtig gut um. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Der Ballverlust. Schönes Zuspiel. Ganz gefährlich. Das muss es sein. Und noch eins. Das ist der Doppelschlag. Das Tor nimmt er gerne mit. Alles offen. Ich glaube, den kann er gar nicht mehr verschießen. Wäre zumindest schwierig geworden, aber er lässt sich schon die auch einfach zu verlieren. Hier steht es 2-0, sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Grünwald. Klar, gibt Einwurf. Da haben sie den Ball, gut gemacht. Ballverlust. Hartes Einsteigen, das riecht nach Platzverweis. Und es gibt Rot. Muss der da so reingehen, Buschi? Nein, natürlich nicht. Völlig unnötig war das. Und dann ist er auch selbst schuld, wenn der Schiri ihn runterschickt. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Ja, Ball ist weg und die Konterchance ist vertan. James Jago. Da haben sie Platz, jetzt vielleicht der Konter. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Der ist noch heiß. Der ist drin. Der Kerl ist on fire. Das war schon sein drittes Tor im heutigen Spiel. Jetzt hat er den Dreierpack. Wahnsinn, bei ihm klappt heute wirklich alles. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Sie dominieren die Partie nach Belieben und das drückt sich mittlerweile auch im Spielstand aus.
Christoph Marcinko. Jetzt ist es gefährlich. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Ist natürlich mutig, es von da zu versuchen. Ja, aber das findet der Trainer überhaupt nicht witzig. Da müssen sie mehr rausmachen. Wird's jetzt gefährlich. Foul, aber Vorteil. Geht erstmal weiter. Und jetzt die Chance. Das war knapp. Alles richtig gemacht vom Unparteiischen. Erster Vorteil, jetzt doch noch verspätet gelb. Ja, macht er gut. Genauso musst du in der Situation reagieren. Oh, hier sieht man es nochmal ganz deutlich. Die Grätsche war alles andere als optimal. Da gibt's kein Vertun, der Schiedsrichter liegt richtig mit seiner Einschätzung. Der Rückspiel jetzt in Richtung Torhüter. James Jago. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Sie lassen sich Zeit im Aufbau. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Das ist ein Foul. Freistoß. Ich bin einen Wurf weiter. James Jago. Grünwald. Kann er was draus machen? Fängt diesen Ball ab. Erstmal keine Gefahr mehr. Gut gelöst. Grünwald. Super Aktion, das ist die Balleroberung, unwiderstehlich. Jetzt sind sie am Ball. Reguläre Spielzeit ist um, aber es gibt 4 Minuten obendrauf. Spielt rüber zur anderen Seite. Grünwald. Gute Aktion. Guter Vorstoß da jetzt. Macht er gut. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Die Gelegenheit. Und der Ball geht deutlich drüber. Und wenn sie nicht aufpassen, dann wird das hier eine ganz bittere Nummer. Es steht schon 3:0. Wir sehen es hier, der macht eine richtig gute Partie. Sie haben richtig Mühe mit ihm heute. Er kommt immer wieder zum Abschluss. Sie haben eine überzeugende erste Hälfte gespielt. Wenn sie weiter konzentriert bleiben, dürfte in Durchgang 2 nicht mehr viel passieren. Sieht gefährlich aus. Jetzt vielleicht. Sah durchaus nicht ungefährlich aus. Gut geklärt. Jetzt ist es gefährlich. Oh, das könnte was werden. Und er ist drin. Klasse Aufbauspiel und das Tor dann fast folgerichtig. Da hat er sich abgesetzt und die Verteidigung schlecht aussehen lassen. Er war einfach zu schnell für sie und versenkt das Ding eiskalt.
So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen, diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Und der Gegner strahlt nicht mehr allzu viel Gefahr aus. Ich denke, das Ding ist durch. Es ist wirklich leise im Stadion. Die Partie hat bei den Fans Spuren hinterlassen. Sie scheinen wirklich geschockt zu sein. Aber die Mannschaft heute auch unterirdisch. Ja, könnte gefährlich werden jetzt. Das macht er gut. Tja, da scheitert er am Torhüter. War eigentlich eine richtig gute Gelegenheit. Aber du siehst, was für ein super Torwart das ist. Der Ballverlust. Ja, schwacher Ball hier. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Sie bringen den hohen Ball. Oh, viel Platz jetzt. Der muss doch sitzen, das gibt's doch gar nicht. Und jetzt ärgert sich der Trainer. Unglaublich, was für eine Chance, was für eine Riesenchance. Bei Austria Wien wird es eine Auswechslung geben, Buschi. Und ich bin mal gespannt, welche Auswirkungen diese Umstellung auf ihr Spiel hat. Grünwald. Sie kommen über den Flügel. Oh, toller Pass, gute Aktion. Ja, könnte was werden. Was für eine enge Kiste. Christoph Monschein. Christoph Marcinko. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Was macht er draus? Den holt er sich mit einem guten Tackling. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Super Pass jetzt. Er ist frei. Da kann was draus werden. Wahnsinn, gehalten. Oh, das war schwer. Das war richtig schwer. Was für eine Parade. Bei dem Eckball ist er da. Da ging er unfair rein und deshalb Freistoß. Klein. Und er gibt abseits. Das war eng. Bei Austria Wien wird es eine Auswechslung geben, Buschi. Na, der neue Mann soll natürlich jetzt hier nochmal neue Ideen bringen. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Ganz lang macht er sich da gehalten. Ecke in den Strafraum. Gut gemacht vom Torwart. Er ist sicher bei dieser Ecke.
ganz wichtig, dass sie da zur Stelle sind. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Auf dem Papier her sind beide Teams nahezu gleich stark. Viel mit Auge. Kann er was draus machen? Er geht aufs Ganze mit der Grätsche, aber kein Foul. Alles richtig gemacht. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Gute Ballführung und das will er jetzt alleine machen. Fällt das Tor doch noch? Grünwald. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Und jetzt gibt es Einwurf. Sieht gefährlich aus. Erstmal rausgefaustet. Fängt diesen Ball ab. Gute Aktion. Jetzt ist es gefährlich. Das könnte vielleicht was werden. Macht er gut. Und jetzt läuft die Uhr natürlich für sie. Sie waren gut im Spiel. Schöne Aktion. Gute Aktion. Und Tor! Überlegt gemacht. Es war vielleicht sogar noch besser, als einfach hart drauf zu schießen. Und das Tor macht er mit richtig viel Gefühl. Da ging es um Präzision und nicht um Kraft. Drin das Tor. Und ein weiteres Tor. Sie scheinen das hier bis zum Ende ganz seriös durchzuziehen. Keine guten Nachrichten für den Gegner. Nee, Wolf, nicht wirklich. Die haben jetzt alle Hände voll zu tun, um eine noch höhere Pleite zu verhindern. Ziemlich einseitige Angelegenheit heute in dieser Partie und lange zu gehen ist ja auch nicht mehr. Sehr gute Passquote. Auch der Ball kommt an. Regulär sind es noch 7 Minuten. Christoph Mondschein. Klasse Pass. So, der Ball findet überhaupt keinen Abnehmer. Es gibt mit dem Ball hat er gar keine. Was macht er draus? Schöner Zweikampf. Gefährlich! Sie machen sich das Leben selbst schwer. Es gibt wieder Elfmeter. Tja, und so kannst du die Spiele dann auch nicht gewinnen, wenn du dir jedes Mal wieder selbst schadest. Er zeigt auf den Punkt, es gibt Elfmeter. Und eine Karte gibt es oben drauf, aber nur die gelbe. Da war der Schiri gnädig. Hält diesen Ball und dann Pfosten. Sauber vom Punkt verwandelt. Und das ist ja keine einfache Situation beim Elfmeter. Du hast die ganze Verantwortung auf deinen Schultern, aber er lässt sich nicht kirre machen und verwandelt. Schön viele Tore heute. 5:1 jetzt und wer weiß, ob das schon alles war. Jetzt machen sie hier das Tor, aber ich glaube nicht dran, dass da noch viel geht. Man sollte eine Mannschaft nie abschreiben, aber es wird schwer. Dafür haben sie einfach bislang zu wenig zusammengebracht. Das ist mehr als ordentlich vom Unparteiischen. 4 Minuten Nachspielzeit. Ist natürlich mutig, es von da zu versuchen. Ja, aber das findet der Trainer überhaupt nicht witzig. Da müssen sie mehr rausmachen. Seine Zuspiele sind heute sehr genau. Christoph Mondschein.
Rückspiel jetzt in Richtung Torhüter. Oh, da ist er unkonzentriert bei diesem Abschlag. Vielleicht könnte das jetzt gefährlich werden. Der Ball ist drin! Auch wenn sie hier treffen, es wird natürlich nicht reichen. Entsprechend auch wenig Freude. Und das war's hier. Die Partie ist abgepfiffen. Das war heute eine überragende Vorstellung von ihm. Wahnsinn, Wolf, was der hier heute gezeigt hat. Ein Tor nach dem anderen. Da stand die Abwehr ihm hilflos gegenüber. Was für ein Spiel. Jetzt könnte es gefährlich werden.